How's it going? Heute machen wir eine Gletschertour auf dem Svinjafjallsjökull. Sieben Stunden verbringen wir auf dem Gletscher, während er unter unseren Füßen bergab fließt. Ungefähr 500 Meter im Jahr im oberen Teil und 50 Meter im unteren, wo wir laufen. Nach dem ersten Sprung über eine Gletscherspalte darf man sich, so unser Guide Ani, etwas wünschen. Ein älterer amerikanischer Tourist legte ihm daraufhin seine Hand auf die Schulter und sagte: "Son, I only have this one wish, that you bring me home alive." Das Gletscherwasser ist zwar hunderte oder tausend Jahre alt, aber von bester Qualität. Diese Löcher im Eis, genannte Gletschermühlen, werden vom abfließenden Schmelzwasser geschaffen. Sie können bis zu 20 Meter breit und hunderte Meter tief sein und bis zum Grund des Gletschers reichen. Arne seilt Juri ungefähr 5 Meter in diese Gletschermühle ab. Diese Mühle war ca. 30 bis 50 Meter tief. Das Hochsteigen mit Eispickeln und den Spitzen der Steigeisen war anstrengender als gedacht. Bis 1932 reichte der Breidammer Kurjökull
Gletscher bis an die Ringstraße. Seither hat sich die Lagune immer weiter vergrößert, auf jetzt 17 Quadratkilometer. Sie ist bis zu 600 Meter tief und diente schon als Filmkulisse für Tom Ray.